nous allons mettre en œuvre aujourd'hui, nous, ministres des Finances, ces sanctions massives et immédiates contre la Russie. Ces sanctions vont frapper durement la Russie. Elles vont frapper durement l'économie russe. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Wir haben scharfe Sanktionen beschlossen, die die russische Wirtschaft und bedauerlicherweise auch das russische Volk betreffen werden. Wladimir Putin wird mit seiner gesamten Elite international isoliert sein. Taiwan 也会加入国际社会对俄罗斯